Fünf Dinge, die du körperlich können solltest, um langfristig gesünder zu bleiben. Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir sprechen hier immer über gesunde Performance und haben uns jetzt für heute mal fünf Dinge rausgepickt, die jeder körperlich können sollte. Wenn er diese Dinge nicht kann, dann ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er langfristig gesundheitliche Probleme bekommt, höher ist. Er muss sie nicht bekommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Und bedeutet, wir erwarten das quasi von jedem, erst recht von jedem, der Minimum, sagen wir mal, ein halbes Jahr oder ein Jahr trainiert. Also wenn du ein Jahr trainierst und diese Dinge nicht kannst, dann solltest du irgendwas in deinem Training verändern und einfach gegebenenfalls mal einen Trainer ansprechen. Und zwar, damit wir auch zeigen, dass das unabhängig vom Geschlecht ist, ist Lea dabei. Der Media Guy meinte schon so bei dem einen oder anderen, ja, aber wie ist es für Frauen? Gilt das genauso? Ja, das gilt genauso für Männer wie für Frauen und deshalb wollen wir euch das jetzt einmal gemeinsam vormachen. Und zwar Test Nummer 1, der sogenannte Romberg-Stand. Wir gehen einfach hin, stellen uns in so eine Tip-Top-Stellung, kennen viele aus der Grundschule, wenn man ausgelotet hat, wer beim Völkerball wählen darf. Also so, dass die Zehenspitze die Ferse berührt in eine Linie. Der Test geht logischerweise auf beiden Seiten. Ja, also testet einmal mit rechts hinten, einmal mit links hinten. Macht euch groß im Oberkörper, blickt zur Decke und schließt einfach die Augen. Und schaut, ob ihr so in etwa 20 Sekunden mit geschlossenen Augen in dieser Position stehen könnt. Okay? Also einmal die Augen zu. Die Füße dürfen ruhig leicht arbeiten. Media Guy sagt uns, wenn 20 Sekunden rum sind. Minimale Konzentration ist am Start. Ja, wichtig ist, die Arme sind einfach locker. Also ihr berührt weder euch selbst mit den Armen noch irgendwie eine Wand. Ui, sind 20 Sekunden rum? Nein, 10. Was? Ein Leben nicht. Das ist vor lauter. Das sind schon länger als 5 Sekunden. Vor lauter Gerede. Jo. Und öffnet dann die Augen, testet das Ganze dann einmal auf der anderen Seite für euch. Ihr solltet diese 20 Sekunden stehen können. Es ist aber auch interessant, ob es einen großen Seitenunterschied gibt. Die Stabilität ist einfach grundlegende Voraussetzung für sehr, sehr vieles. Dafür, dass ihr langfristig stabil seid in eurem Rumpf, im Rücken, dass ihr, wenn ihr mal laufen geht, keine Probleme bekommt. Und das könnt ihr hiermit ganz simpel testen. Test Nummer 2 ist ein grundlegender Beweglichkeitstest. Beziehungsweise genommen nehmen wir einfach 2. Das ist zum einen, den haben wir schon öfter auf dem Channel, den klassischen Toe-Touch. Also ihr nehmt die Füße zusammen, Knie ganz gestreckt, geht mit dem Oberkörper langsam tief und schaut, ob ihr den Boden Minimum mit den Fingerspitzen berühren könnt, wenn möglich mit der Faust und wenn es dann noch geht, einfach mit dem ganzen Handballen. Aber Minimum ist die Fingerspitze. Dabei sollte die Wirbelsäule sich schön gleichmäßig runden. Also wenn ihr es zu zweit macht, könnt ihr das mal beobachten, ob das so ist. Zweiter Test ist einfach die tiefe Hocke. Also ist eine natürliche Entspannungsposition für uns Menschen. Wichtig ist nur Fersen am Boden und dass ihr die Möglichkeit habt, euch einfach in die Hocke zu setzen. Also das ist ja keine Übung, keine Kniebeuge, wo es Regeln gibt, sondern es ist einfach nur eine Hocke. Bedeutet, Ferse am Boden, könnt ihr euch hier ganz reinsetzen, ohne dass die Fersen anheben. Und es ist eine Position, wo ihr halt mal ein bisschen sitzen könnt, ohne direkten Krampf zu bekommen. Ja. Spürt da einfach so ein bisschen für euch rein, ob das überhaupt geht. Das sind jetzt zwei Bewegungen, wo wir die hintere Kette testen und wo wir sehr stark die Beweglichkeit in der Hüfte und im Knie testen. Also wenn ihr das könnt, ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit geringer, Rückenprobleme, Hüftprobleme oder Knieprobleme zu bekommen. Und das sind doch, wenn man sich mal umschaut, häufig so die Punkte, wo Menschen eben Probleme bekommen. Test Nummer 3, wir heben. Wir verlangen eigentlich von jedem, dass er mal Minimum sein eigenes Körpergewicht mit neutraler Wirbelsäule vom Boden aufheben kann. Weil das ja durchaus im Alltag mal vorkommen kann. Ich muss irgendwas hochheben, was schwer ist. Und das sollte ich im Idealfall aus den Beinen heben, auch wenn es kaum jemand macht. Sollte ich aber tun und eine neutrale Wirbelsäule dabei haben. Wir haben unsere Gewichte schon mal aufgebaut. Ich wiege tatsächlich 100 Kilo im Moment, auch wenn man es nicht sieht. Sollen wir das verifizieren, oder? Können wir. Hey. Und Lea wiegt. Das gucken wir auch gleich. Ja, das bin ich mal gespannt. Das schätzen bestimmt ganz viele.
Luke hier. Boah. Moment. Nee, das ist das. Das war ich. Nee, warte. Achso. Ich dachte schon, dass es am Ende so ist. Hat dich gefreut, oder? Ich dachte schon, ein bisschen mehr gegähnt. So, Lea. Zum offiziellen Wiegen. Ja, 62,7. Hannah hat die aufgebaut. Ja. 62,5. 62,5, okay. Also 24 Uhr. Die lassen mal gelten. Aber gerade so. Oh. Umgenommen. Yes. Ladies first, oder? Oh, okay. Jetzt solltet ihr eigentlich wissen, klassischer Deadlift immer neutrale Wirbelsäule, Hüfte darf ruhig ein bisschen tiefer, als das häufig der Fall ist. Dazu haben wir auch schon ein Tutorial gemacht. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, unbedingt mal auschecken. Ja, bitte. Ja. Auch gerne aus dem kalten Zustand. Also wenn ihr merkt, ihr müsst euch dafür aufwärmen vor euer eigenes Körpergewicht, dann ist auch schon wieder irgendwas nicht so optimal. So, kann sie das Gewicht heben. Tada, sie kann das Gewicht heben. Und wie gesagt, wir sprechen hier rein von gesundheitlichen Maßstäben. Ja? Gleiches bei mir. Wo die sagen, ich weiß gar nicht, ob der 100 Kilo heben kann. Easy. Also, das sollte tatsächlich easy machbar sein. Wenn ihr schon länger im Training seid, gibt es ja auch hier Standardwerte. Und hier zählen Anfänger, unabhängig vom Geschlecht, bis 1,5 mal Körpergewicht für 5 Wiederholungen. Bedeutet, ja, anderthalbfaches Körpergewicht 5 mal heben, bis dahin seid ihr ein Anfänger. Ja, und das ist ein Bereich, den wir eigentlich mit jedem Trainierenden ungefähr anpeilen. Okay? Das aus gesundheitlicher Sicht, wenn du trainierst, 1,5-faches Körpergewicht, 5 Wiederholungen. Okay? Das ist Test Nummer 3 für eine gewisse Kraft, Grundkraft einfach im Körper. Test Nummer 4, dafür gehen wir einmal ans Rig. Tada. Ist Hängen. Ja, also wir stammen, wer hätte es gedacht, vom Affen ab, bedeutet, wir sollten uns im Grunde genommen entspannt hinhängen können. Wichtig ist, das sollte schmerzfrei sein. Also wenn ihr merkt, ihr hängt euch irgendwo hin und ihr habt direkt Schmerzen in der Schulter, dann ist das schon mal so ein erstes Zeichen. Also das sollte nicht der Fall sein. Ihr müsst euch einfach eine Stange oder einen Ast suchen, den ihr komplett rumgreifen könnt. Ja, wenn es zu dick ist, verfälscht es natürlich das Ergebnis. Wichtig, dass ihr komplett rumgreifen könnt. Hängt euch langsam ran, also ranspringen. Ist natürlich wieder intensiver. Einfach langsam ranhängen. Und ihr solltet in jedem Fall eine Minute im Doppelobergriff hängen können. Ambitioniert wären 2 Minuten länger, das wirklich zu können. Aber eine Minute ist ein Standard, der für viele erstmal gilt. Bedeutet, ich habe dann schon mal ein erstes Indiz, dass ich eine halbwegs vernünftige Griffkraft habe und gleichzeitig im Schulter-Nackenbereich, soweit eigentlich erstmal alles okay ist. Okay, machen wir das auch mal. Ich habe Steigbügel, ich bin so klein. Und zwar einfach schulterbreit, genau, ich gucke mir durch die Uhr. Und einfach nur hängen, locker atmen. Bist du winzig? Will das wirklich eine Minute? Ja, 5 Sekunden haben wir schon. Ihr könnt gerne Chalk benutzen, wenn ihr merkt, ihr schwitzt wirklich. Du willst Füße ranziehen. Ja, wenn ich so nicht ranziehe, komme ich auf den Boden. Ich weiß nicht, ob der das filmt. Ja, ich wird nicht gecheatet. Gell, sonst sieht das so. So, die Hälfte haben wir. Ganz entspannt. Auch in einer dicken Stimme. Wir brauchen eindeutig ein höheres Rig. Okay. Tatsächlich schon. Weil da in der Mitte wäre. Ne? Ja, aber die Stange ist zu dick. 20 Sekunden haben wir noch. Und es sollte immer noch entspannt sein. Ja. Sie sind noch oben. Und noch 10 Sekunden. Und wie gesagt, unabhängig vom Geschlecht, solltet ihr in der Lage sein, zumindest mal eine Minute einfach nur an der Stange zu hängen. Okay, oh, gut. Einmal ab. Super. Es ist okay, wenn ihr es ein bisschen in den Unterarmen merkt. Wie gesagt, Schulter-Nackenbereich sollte bei so einer simplen Übung wirklich sehr entspannt sein. Und der fünfte und letzte Test wäre ein Carry. Bedeutet auf Deutsch tragen. Ja, also auch das ja eine grundlegende Funktion unseres Körpers, Dinge von A nach B zu tragen. Das wird in eurem Alltag öfter mal vorkommen. Auch hier gibt es einen Test. Ihr solltet insgesamt die Hälfte eures Körpergewichts auch wieder Minimum eine Minute tragen können, ohne dass das System kollabiert. Also ohne dass ihr merkt, dass ihr die Schultern hochziehen müsst, dass die Schultern nach vorne fallen, dass ihr generell rund werdet oder irgendwelche Ausweichbewegungen macht. Also einfach in einer ganz neutralen Position
insgesamt die Hälfte des Körpergewichts für eine Minute. Ich nehme mir die 24er. Ich weiß, fehlen 2 Kilo. Dafür hat Lea, glaube ich, 1 Kilo mehr oder so. Und dann holen wir die direkt. Oberkörper groß, Schultern neutral. Und wir gehen einfach nur locker durch die Gegend. Schultern zurück. Wirbelsäule ist lang. Versuch dabei möglichst neutral abzurollen. Um mal Richtungswechsel einzubauen. Auch hier testen wir die Griffkraft und die Kraft und Stabilität im Rumpf. Es gibt auch im Übrigen einen direkten Zusammenhang zwischen Griffkraft und diesen ganzen Volkskrankheiten, wie beispielsweise Diabetes. Da hat man eine größere amerikanische Studie, hat das mal untersucht und stellt einen signifikanten Zusammenhang fest, dass jemand, der wenig Griffkraft hat, auch ein höheres Risiko hat, an Volkskrankheiten zu erkranken. Also, es ist nicht nur gut fürs Training. Noch 10 Minuten, noch 10 Sekunden gehen wir langsam wieder Richtung Ablage und das sollte für euch wirklich entspannt machbar sein. Mehr. Easy. Das war ja nichts. Gut. Die 5 Dinge, wie gesagt, sollte jeder von euch können. Wenn nicht, solltet ihr überlegen, mit dem Training zu beginnen. Und wenn ihr sie trotz Training noch nicht könnt, solltet ihr überlegen, ob es da vielleicht irgendwas umzustellen gibt. Sprecht mit eurem Trainer, kommt vorbei, bucht euch einen Termin und dann machen wir das gemeinsam. In diesem Sinne. Was haben wir jetzt? Aktiviert die Glocke und uns folgen bitte. Ganz wichtig. Was noch? Was habe ich vergessen? Kommentare, ja. Ja, und Instagram folgen. Instagram auch folgen, und uns beiden. Und Facebook, ja. Und Kernfit. Okay, und ja. Bewertung schreiben. Ja. Was noch? Ich glaube, das war eigentlich alles. Ciao. Bis dann.